Hier haben wir eine sogenannte Obertonflöte. Sie hat keine Grifflöcher. Diese Obertonflöte macht Töne in der Naturtonreihe, gab es schon vor Zehntausenden von Jahren und wurde auch in alter Zeit gerne gespielt. Schon in der Steinzeit gab es Musikinstrumente mit einem sogenannten Kernspalt, also Flöten. Die Römer und die Griechen, ja, die mochten auch diese Instrumente und entwickelten dieses Instrument, welches Aulos genannt wird, eine sogenannte Doppelflöte. Man spielt sie hier mit zwei Fingern, rechts und links. Die Aulos, die Doppelflöte. Ja, Flöten waren sehr weit verbreitet. Man konnte sie auch leicht aus einem Stückchen Holz machen, zum Beispiel einem Holunderstrauch. So auch diese Flöte, welche in ganz Europa verbreitet war. Natürlich wurden Flöten zu vielerlei Gelegenheit benutzt und so geschah es im Mittelalter, dass man die Schnabelflöte baute. Eine Art Blockflöte, die aber sehr, sehr weich klingt. Diese Flöten gab es in verschiedenen Größen. Das bedeutet, große Flöten, wie diese Altflöte, klingen tief. Mittlere Flöten klingen wie die heutige Blockflöte. Und dann gab es noch diese Flöte, die ja gar klein ist und deswegen auch gar klein genannt wird.